Willkommen zurück zu Ahead in Time. Weiter geht's hier mit Alpine Skylines of Deathwish. Und scheinbar wird das nächste Level Snatcher-Münzen sein, die wir hier finden müssen. Falls du den Dings hast, ja gut, das weißt du ja schon. Richtig. So, und da uns sowieso noch ein paar Münzen, soweit ich weiß zumindest, fehlen bei Alpine Skylines, können wir die jetzt zusammen mit den Snatcher-Münzen machen. So, ich glaube, das war hier, ne? Ja doch. Ja genau, hier im Nebenraum. Aus irgendeinem Grund habe ich ja heute mein Spiel gestartet. Ich wurde verrenkt teleportiert. Komisch. Aber ja. Wir gehen einfach in das erstbeste Level rein, wo wir alles bekommen können. Die Free Roam, schätze ich, ist ganz gut. Solange ich nicht ganz am Anfang bei dieser Cutscene starte, ist das alles in Ordnung. Und ja, dann schauen wir mal, wo mich mein Radar hinführt. Genau, dafür rüsten wir Kompass aus. Yay! Und bisher wird mir nur das Snatcher-Münz angezeigt. Vielleicht haben wir ja auch schon alle Tokens, das weiß ich nicht. Aber ja, ich gucke mich mal ein bisschen um. Hier? Nee, ganz oben auf dem Berg, sagt er. Ganz da oben, wie komme ich denn da hin? Hm? Ah, hoch. Wo komme ich denn da hoch? Von wo ist das denn der beste Spot? Ja, eigentlich von hier, ne? Warte mal, ich glaube, ich kann von hier da hoch, oder? Ah, das... Boah, das ist übelst knapp. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, wenn ich von hier aus springe? Oh, das ist knapp. Das könnte vielleicht funktionieren. Na komm! Alter, das kann nicht sein. Ja, das geht! Tatsächlich. Ich weiß nicht, was so gewollt ist, aber ich wüsste keinen anderen Weg hier hoch. Das ist jetzt wirklich der knappste, der noch funktioniert hat. Und ich muss noch weiter hoch. Aber das geht hier, oder? Ja, das geht hier. Okay, keine Ahnung, wo man hier noch hoch kann, aber hier ist auf jeden Fall eine Münze von den dreien. Die nächste befindet sich im Lava-Gebiet. Okay, Moment. Ich will nur ganz kurz schauen. Gibt es hier irgendwo noch einen anderen Zugang, um hier hoch zu klettern? Wie kann man hier sonst noch hochkommen? Also ich wüsste es auf jeden Fall nicht, keine Ahnung. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Aber wie hat es bei mir geklappt? Auf zum Lava Cake! Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass einer von den dreien sich hier oben befindet. Weil der Kompass das hier irgendwie hinzeigt. Ja, irgendwo da hinten. Okay, schauen wir mal. Muss ich jetzt mal hochkommen, alles? Immer nach oben. Da drüben. Also wirklich da beim Lava Cake selber, ne? Ja, okay. Nein! Hey! Hä? Ich bin gezählt. Ich hätte warten müssen oder sowas. Keine Ahnung. Aua! Hey! Na, egal. Auf jeden Fall 11 von 12 Gegnertypen. Ich habe das Gefühl, der letzte Gegnertyp wird hier irgendwo sein. Bin mir aber nicht sicher, wer das sein könnte. Ja, aber auf jeden Fall müssten wir mal Snatchers Hitliste demnächst mal endlich fertig kriegen. Wo bin ich hier? Richtig? Ja, ich muss noch ein bisschen weiter. Okay. Ah, hier hoch. Wahrscheinlich, ne? Hier rein. Hallo? Darf ich rein? Danke. Und kapa! So, wo ist es? Über mir. Ah, du bist vielleicht der letzte Gegner-Typ, oder? Yes! Okay, dann haben wir alle Gegnertypen. Nice, die sind nicht nochmal alle auf. Pech. Und ja, jetzt müssen wir nur noch uns nicht von 10 Krähen bomben lassen. Mal gucken, wo wir das hinkriegen. Aber ja, hier oben müsste die Snatcher-Coin sein. Vor uns irgendwo. Okay, hier war ein Wollknäuel, das weiß ich noch. Da ist es nicht. Was? Über uns? Vielleicht an einer Säule? Vielleicht noch weiter hoch? Gut, es kann noch weiter hoch sein, ne? Dann noch weiter hoch! Whee! Oho! Da drüben? Kurz vorm Ziel, oder was? Okay. Ah, ich sehe es schon. Dort vorne. Sehr, sehr offensichtlich, wenn man hier mal ist. Okay.
eine Coin fehlt uns noch und die ist irgendwo bei der Windmühle, wie mir scheint. Da hinten ist eine Windmühle, da zeigt mir hin. Ja, wisst ihr, wie ich die hole? Ich tippe mich einfach direkt hin vom Menü aus. Hatte ich recht? Ja, irgendwo hier oben. Wahrscheinlich ganz oben, oder? Ich muss den ganzen Weg wieder hoch. Habe ich so das Gefühl. Ich bin jetzt mal den ganzen Weg nach oben geklettert auf diesem Windmühlen-Level. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr nah dran sind schon. Also ich glaube nicht, dass man ganz nach oben muss, sondern nur so fast nach ganz nach oben, falls das Sinn macht. Ja, hier über dem Berg auf jeden Fall. Also nicht ganz oben auf dem Hügel. Ne, da ist das Ziel schon. Ich bin so weit hochgeklettert. Da müsste es sein, auf dem Berg. Kann man das von hier sehen? Ja, von hier kann man es sehen. Okay, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich da hinkomme. Mit was für einem Jump. Ich kann es versuchen. Nee. Das geht überhaupt nicht. Okay. Von das vielleicht. Von hier oder so? Geht das von hier besser? Warte mal. Kann man auf denen stehen hier? Okay, das erklärt einiges. Okay, wenn man hier stehen kann, dann ist es doch nicht so schwer. Dann müsste man jetzt... Ja! Alle drei Münzen gesammelt haben! Und? Ihr seht, warte. Ihr seht, dass hier doch noch was ist. Okay, eventuell ist das auch nur ein Sticker, aber hier ist noch was und... Gehe ich eben suchen. Oh, ich glaube, ich muss dafür... Ja, das Level neu starten. Okay, also der sagt jetzt, es ist ungefähr unter mir. Hier oder so, irgendwo in der Nähe. Gott, das wollte ich gar nicht. Oh, jetzt sterbe ich. Oh, jetzt bin ich wieder hier, ernsthaft. Okay, nochmal, also. Irgendwo hier unten soll es sein. Eventuell hier, vielleicht auch weiter. Ne, jetzt ist es wieder oben. Hm? Entscheide dich doch! Das wäre hier unten. Zeig mal. Hm? Das zeigt überall hin und her, hin und her. Muss ich mal entscheiden können. Aber hat nicht einer nach unten gezeigt? Ich gehe mal nach unten. Was sagt er dann? Was sagt er hier? Oben? Wow, was zum... Wieso steht hier Schatz mal 1? Haben wir das nicht schon? Haben wir irgendwas übersehen? Nee, jetzt mal ohne Witz. Er zeigt ja auf jeden Fall nicht hin. Ich glaube nicht, dass ich hin muss. Oder? Warte mal. Habe ich das hier nicht schon gehabt? Nö. Ein Wollknoll gab es hier noch. Ey, abgeschlossen. Boah, krass. Na gut, immerhin haben wir jetzt was gefunden, aber das war nicht, was ich wollte. Ja, das, wie ihr seht, der Pfeil geht überall komplett ab und das ist überhaupt nicht hilfreich. Ich rate einfach. Ich habe keine Ahnung. Oh, wow. Ich stand schon hier und hab's nicht gesehen. Hier ist ein Sticker. Das ist ein süßer Sticker. Guck mal. Headkit in dem Head. Kit? Genau, ja. Das ist eins von. Weiß nicht, ich würde mal vermuten 3, 4 oder so, aber es sind scheinbar nur Sticker. Also muss ich jetzt nicht sammeln. Ich guck mal, ob ich noch ein paar finde. Die sind irgendwie sehr seltsam verstreut, weil. Obwohl, ich glaube, wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann wird's offensichtlicher, oder? Aber dort war ich doch vorhin, in der Windmühle. Muss ich jetzt wirklich nochmal machen, nur um die Dinger zu sehen? Verdammt, warte, wo lang?
Stimmt, vielleicht ist es auch rechts und nicht bei der Windmühle, sondern hier rechts, auf der anderen Insel. Hm. Zeig mal. Ja, doch. Zeigt er hier hin. Hehe, die darf ich jetzt wieder töten. Unter mir? Aha. Hier ist was. Nicht in den Abgrund fallen, bitte. Njom. Am Fliegen. Warte, was? Das war das Einzige hier. Soll ich wieder zurückrennen? Ah, warte mal, warte mal. Warte mal kurz. Please wait for me. Okay. Ich glaube immer noch hier auf der Insel, aber woanders. Habe ich das Gefühl. Obwohl. Wieso stand ich hier vorhin und der Pfeil hat irgendwo hin gezeigt, aber nicht hier hin? Ich schätze mal. Boah, ist jetzt schwierig, ne? Obwohl, ich geh jetzt mal hier lang. Nach rechts. Okay, ja, hier müsste es sein. Wenn man von hier zu diesen Katzenbergen rüber geht. Oder? Ja, doch, hier ist auf jeden Fall was. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh, wow. Aha. Hier oben. Katzenbow-Kit. Aber nicht runterfallen, bitte. Aber bitte hochklettern. Bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Danke. Noch was? Gott, wie viel. Ja, wenn man sich vom Menü aus hier rüber portet, irgendwo direkt hier auf dieser Insel, müsste es sein, weil ich bin gerade nach oben gesprungen und da war es falsch. Da war ich schon zu weit oben. Also, ich weiß nicht genau, wo es sein könnte. Eventuell hier. Auf jeden Fall hier irgendwo an diesem... Ich hab's gesehen. Hier. Der Feuervogel. Der letzte Gegner, der uns gefehlt hat. Wie der aussieht dort. What the hell. Oh, schaut mal. Ein roter Pfeil. Eine einzige Sache. Irgendwo dort oben auf dem Lava. Hügel, Gipfel, was auch immer. Gehen wir da mal hin. Muss aber ehrlich sagen, dass ich den Lava-Gipfel hier ziemlich cool finde. Also ich mache das Platforming hier schon gerne. Das ist echt cool. Aber war ich auch schon damals cool. Mit einer der Gründe, warum ich Alpine Skylines am besten finde. Was? Dort? Okay, warte, wie kommen wir denn da hin? Wahrscheinlich von hier oben irgendwo, oder? Lass mal sehen, ob das hier richtig ist. Ob ich jetzt eins zu weit oben bin. Aha. Dort drüben gibt es eine Bonusinsel. Und da soll es anscheinend sein. Okay. Lol, waren wir hier nie? Hier ist eine Kiste. Ja. Und es gibt noch was. Oh Gott, warum zeigen die Pfeile immer nacheinander an? Okay, wo zeigt er hin? Ich denke mal nicht, dass es irgendwo im Lava-Gebiet sein wird. Das sieht eher aus wie... Glocke? Da waren wir noch gar nicht heute. Ja, ich glaube, da ist es. Da oben ist die Dämmerungsglocke. Und man kann, wenn man hier ist... dort rüber jumpen mit einem super langen Long Jump und dann hat man hier tatsächlich noch eine Kiste, die ich übersehen habe. Ein Revival Token können wir gleich mal wieder drehen. Und ihr seht, ich habe das Ding angerüstet. Mehr gibt's nicht. Wir sollten jetzt so ziemlich alles hier haben. Ja, dann holen wir uns doch mal unsere Belohnung. So, ab geht's. Was kriegen wir? Gibt's überhaupt noch einiges hier zu finden? Oder ist jetzt hier alles das Gleiche? Ja, seht ihr, das ist nur noch dieser Vogelkopf. Das Einzige, was uns fehlt. Sprinthut. Ja, okay. So ein Gockel. Sagt ihr mir jetzt eigentlich, ich habe alles? Ja, die Maschine ist leer, tatsächlich. Cool, wir haben alles, Leute. Jede einzelne Welt, mehr oder weniger abgeschlossen. Und das ist auf jeden Fall eine lustige Maske als Abschluss. Finde ich ziemlich lustig. Ja, also jetzt, wie gesagt, den Sprinthut. Und ja, was meint ihr? Ich find's lustig. Der Blick hier. Warum? Warum ist hier ein großer Pool? Hat das irgendwas damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie alles gekauft habe oder so? Oder hat das irgendwas anderes zu tun?
Warum ist hier ein Pool? Hier kann man Volleyball spielen? Ich bin gerade übelst verwirrt. Aber sieht cool aus. Seit wann ist da ein Mikrofon? Und seit wann ist hier... ja, der Meerjungmann. aha, schaut mal hier. Da sind ein paar Sticker von uns drauf mit ein bisschen... Was ist das? Eis? Oder irgendwas anderes Blaues, Konsumierbares? Oh oh. Bam, bam. Die Flaschen hier, die kann man wegkicken. Hier ist ein netter Baum. Okay, sorry, hat mich gerade irgendwie übelst verwirrt, dass hier überall alles so... Ja, ich würde schon sagen, Sommer-themed ist, obwohl Sommer eigentlich schon... Na, wir sind schon mittendrin im Sommer, schon längst, also... Seltsam, aber es sieht cool aus hier. Hier ist auch noch ein bisschen was. Na gut, aber was ich eigentlich... Was ich eigentlich machen wollte, ist, dass wir das nächste Level machen. Oder zumindest ein kleines Bonus-Dingchen. Und zwar... Huh? Oh! Scheinbar gab's jetzt mittendrin ein neues Update. Ich musste das Spiel nochmal neu starten und scheinbar gab's ein Update. Jetzt gibt's 50 neue Missionen. Oh Gott, neue Dinger zusammen. Sommer-Update. Ey. Was zum Teufel? Ist sogar alles auf Englisch noch. Das ist brandneu. Ja, wenn du wolltest, das auch noch mache, lass es mich wissen. Oh Gott, das ist so viel. Ja, was ich jetzt eigentlich machen wollte. Oh, ist zum einen hier eine neue Belohnung abholen. Habe ich vergessen. Wandershorts. Ah, das sieht bestimmt cool aus. Und ich möchte tatsächlich jetzt zurückgehen zum Vogelhaus und 10 abstoßende Krähen killen. Was ein süßes Outfit, finde ich. Ich finde das... Ich weiß nicht. Das passt irgendwie zu diesem kleinen Körper. Oha, das erinnert mich total an Banjo-Kazooie. Ja, das ist einfach das Banjo-Kazooie-Outfit. Und dann vor allem auch mit diesem Sprinthut. Ja... Das ist cool, das gefällt mir. Okay, dann bis gleich. Alter, ich bin übelst verwirrt hier. Es gibt ein Sommer-Update. Ey. Ganz viele neue Level. Ja, ich überleg's mir noch, ob wir das machen. Hä, wieso ist denn hier überall gar keiner? Hier ist einer. Eins. Ich mag das Outfit wirklich sehr. Ich find's irgendwie cool. Es erinnert mich halt übelst an Banjo-Kazooie. Deshalb mag ich's. Aber man kann die kaputt schlagen! Und man wird davon nicht getroffen! Das wusste ich nicht. Zwei. Gucken, ob hier hinten noch einer ist. In der Mission war auf jeden Fall einer. Nee, hier ist niemand leider. Oh. Drei. Ah, hier sind viele. Vier. Und die 5. Aha. Ich würde zwar gerne Deathfish machen, wo richtig viele von denen spawnen, aber... Naja. Nein! Nein! Ich habe ihn nicht gesehen. Reset. Ich habe wieder so viel Geld, was will ich damit? Okay, hier ist der nächste. 6. Wo finde ich noch mehr? Da oben ist einer. Aber der könnte mich instant bekommen. Ah, da aber nicht. 7. Ja, hier sind die restlichen, oder? Oh. 8. Ja, hier sind richtig viele. 9. 10. Und weil ich Lust drauf habe, ihr beide stimmt auch nochmal. Damit haben wir Snatchers Trefferliste endlich abgeschlossen. Die allererste Mission. Und ja, die gehen wir jetzt abgeben. Also ich würde ja mal sagen, dass ich erstmal normales Deathfish zu Ende mache, weil da bin ich auch fast durch. Was zum Teufel ist hier mit dem Bildschirm los? Die Musik immer noch. Also ja, eventuell würde ich aber erstmal normales Deathfish durchmachen, weil da sind wir auch schon bald durch. Und wenn ich dann noch rechtzeitig fertig bin mit allem Möglichen, dann ja, dann machen wir das, ne? Das hier, ja. Mal schauen. Lasst es mich auf jeden Fall wissen, wie ihr so drüber denkt. Hier ist ein Risszusammenbruch, das wird aber lange dauern. Was wäre das hier eigentlich? Überdrehte Windmühle. Okay, das nächste Level. Wisst ihr was, Leute? Folge ist sowieso gleich vorbei, deshalb zeige ich euch mein Secret. Und zwar habe ich die ganze Zeit gedacht, hier wäre vielleicht irgendwas. Dann habe ich aber nichts gefunden. Was man hier tatsächlich machen soll,
ist mit dem Eishut hier eine Schlafattacke und dann kommt man. Pillowfort, find your secret hideout. Ja, dann kommt man hier in einen. Na, in Headkids geheimer Kuscheldeckel. Und hier spielt sie, während sie eigentlich schlafen gehen muss, mit ihrem Gameboy. AKA Tagebuch. Und hier ist ihr Tagebuch. Sie sammelt hier ganz viele Sachen. Eigentlich voll süß alles hier. Von der Secret, auch die Musik ist cool. Was steht eigentlich in unserem Tagebuch? Tag 38. Wow, das war knapp. Diese blöde Katzenfrau hätte mich fast erwischt. Aber ich bin ganz allein tapfer entkommen und alle Zeitstücke gehören nun mir. Auf Nimmerwiedersehen, Metro. Das ist wegen dem DLC, ne? Ach verdammt, steht da jedes Mal was anderes? Ja, das tut mir natürlich leid. Das habe ich nicht gewusst. Ich kannte diesen Ort auch erst seit ein paar Folgen, also. Ja. Aber ich finde trotzdem, dass er schon designt ist. Ich glaube, am klügsten wäre es gewesen, wenn ich hier nach jedem Chapter oder generell ab und zu mal hier vorbeigelatscht wäre, aber ich habe es ja nicht gefunden. Und generell wusste ich ja von diesem Ort auch erst seit, naja, ich Chapter 3 angefangen habe hier, ne? Aber ja, das war ganz nett. Und ich bin jetzt total verwirrt und am Überlegen, wie ich mit meinem Leben hier weitermache in diesem Spiel. Aber ja, alles klar. Ich habe gerade das Video geschnitten und gemerkt, ich habe mich komplett unterschätzt. Also die Folge ist viel zu kurz. Und ich habe übrigens dann auch die Zeit genutzt, um zu schauen, wie es eigentlich ist. Hand Time hat momentan richtig krasse Sommerrabatte. Das ist wegen dem Steam Summer Sale alles. Und die dachten sich, ja, wenn die schon so viele Rabatte haben, warum soll man sich Hand Time kaufen? Es gibt jetzt richtig viele neue Sommerlevel. Das gleiche hatten die tatsächlich auch schon mal mit dem Winter-Sale. Diesen letzten Winter, den wir hatten vor ein paar Monaten. Ja, da gab es aber auch nur 5 Level und da gab es auch nur Sticker zur Belohnung. Also, das vermisse ich jetzt nicht, aber die Lobby sah halt echt cool aus dort. Könnt ihr euch hier mal anschauen, könnt ihr mal googeln, es sah richtig cool aus. Ich werde das ja auf jeden Fall machen. Ich weiß noch nicht genau wann. Vielleicht streame ich das auch auf YouTube oder so. Wir schauen einfach mal. Oder auf Twitch, keine Ahnung. Und ja, weil wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen, machen wir ein schnelles Level und ein Riss Zusammenbruch. Da muss man ja immer sehr, sehr schnell sein. Alpin Bergkette oder Skyline auf Englisch. Machen wir. Zeitriss ist instabil, du hast nur 3 Leben, aus irgendeinem Grund. Verirrt, wenn du noch nur eine Kamera hättest. Ach, die brauche ich hier nicht. Das wird so easy, Mann. Yeah. Also geht direkt los, ja, stimmt. Oh, aber die Musik ist so cool, ne? Ich liebe diese Musik. Hier ist nichts? Okay, ich glaube, hier ist nichts. Bilder gibt es ja auch keine zu sammeln. Achso, okay. Am besten rüste ich das tatsächlich schon mal aus mit der Kamera. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Weil ich kenne mich hier nicht aus. Überhaupt nicht. Ich habe doch gedrückt! Verdammt. Das verschwendet jetzt ein bisschen Zeit, leider. Aber ich muss mich noch beeilen. Hä? Was zum... Hallo? Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Oh Gott, Hilfe. Das sind die Katzen, die mich beklauen. Moment, Moment. Da drüben. Hier ist nichts, hier ist nichts. Stopp, 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 stopp. Ey, lass mich in Ruhe. Gott, hier sind auch noch welche. Ist da oben was? Ist da oben was? Ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Ich glaube, da ist nichts. Okay, ich renne wieder zurück. Wie komme ich da überhaupt hoch? War ja noch gar nicht. Einfach von hier? Ja. Und hoch da, schnell. Ah! Gott, so gut läuft es da denn nicht. Okay, da muss ich lang. Okay, hier ist das erste. Da oben ist noch was. Gehe ich erstmal dahin. Von da oben kann ich nämlich auch noch runterfallen. Aber andersrum geht's natürlich nicht. So muss ich einfach mal aufpassen. Ja, ja. Ach, das war das Level. Ja, hier hatte ich auch irgendwie Probleme oder so. Kann das sein? Lass ich das? Da kann ich rüber. Ja. Unter mir ist noch was. Unter mir ist was. Okay. Jetzt schnell wieder nach oben. Okay, hochklettern, rüber. Okay, verdammt, wo bin ich? Okay, schön, alles gut.
Ich weiß, die Musik geht gerade irgendwie immer wieder zur Pause, aber ich muss einfach nachschauen, wo ich hier bin und was ich noch alles brauche und alles machen muss. Ihr versteht das, glaube ich. Hat's eingesammelt? Okay, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich muss irgendwie wieder zurückkommen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich das irgendwo hier oben mache. Nee, warte mal, das ist falsch. Wo muss ich hin? Ich bring mich einfach rum. Dann komme ich wieder dahin, wo ich hin muss. Das war direkt am Spawn irgendwo. Hier. Ich habe keine Ahnung, ob ich alles richtig mache gerade, aber wir machen einfach mal. Wir machen einfach mal. Oh Gott, ey. Yeah. Oh, das war das Level. Oh nein. Warte, gibt's hier nichts? Ich sehe da oben nur eine Sache. Hm? Das kann nicht richtig sein. Oder? Oder etwa doch. Nein, hier ist noch was. Gibt es da voll wenig irgendwie, habe ich das Gefühl. Irgendwie ein kurzes Level, oder? Also zumindest ein kurzes Zeitriss-Level. Ah, da hinten ist noch was. Ist hinter mir was? Das ist jetzt ganz wichtig. Hier ist sonst nichts mehr. Im Wasser? Gab es nicht irgendwo was im Wasser oder so? Das ist das vielleicht im Wasser. Warte mal. Ja, das ist das hier im Wasser. Okay, über mir. Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Nein! Jetzt habe ich es versaut. Jetzt habe ich verloren. Ich habe den Jump verkackt. Oh Gott. Warum? Warum mache ich das? Warum tue ich mir das an? Oh Gott. Nee. Das habe ich komplett versaut jetzt. Ich hätte es eigentlich vielleicht sogar geschafft. Oh Gott. Hab nicht gesehen, wo ich springen muss. Boah, was? Wo muss ich überhaupt lang? Wo ist überhaupt das Tor? Hä? Warum bin ich hier? Was? Wo ist das Tor? Ja, ich bin tot. Okay, das Level gucke ich hundertprozentig nach. Das kriege ich nicht hin. Okay, ich mache wieder alles Stück für Stück. Also. Als erstes wollen wir hier so schnell wie möglich hochklettern. So schnell wie möglich hochklettern, habe ich gesagt. Okay, hier gibt es 5 Stück. Ich sage euch alle. Und die beste Route. Am besten direkt hier hoch. Hier hoch. Das Ding einsammeln. Jetzt aufpassen. Wir wollen eine riesige Abkürzung hier zurück zum Start machen. Da oben haben wir nämlich noch eins übersehen. Das nehmen wir aber dann erst jetzt, weil dann können wir jetzt hier den großen Sprung hier rüber machen. Hier rauf. Denn auf diesem Baum ist auch nochmal einer. Dort versteckt sich der 5. Dann haben wir jetzt alle. Lasst euch von denen am besten nicht mobben, so wie ich. Dann hier hochklettern. Und jetzt kurz weiter schauen, wie es weitergeht. Moment. Okay, das ist tatsächlich einfacher, als ich dachte. Also. Wir springen erstmal hier rüber. Es gibt ungefähr 6 Stück von den Dingern. Also 1. Dann 2. Dann wollen wir schnell hier hoch. So, damit wir das Ding kriegen. Und das hier. Noch 1. Wir springen hier runter. Bonken einmal. Machen hier einen geilen Weitsprung hier rüber. Schnappen uns das Ding. Und da unten ist das letzte. Und jetzt zeige ich euch mal eine geile Abkürzung, die ich gerade gesehen habe. Und zwar kann man einfach hier abspringen und bist direkt im Ziel. So, okay, Moment. Okay, das ist echt kompliziert. Und what the hell, den Weg habe ich gar nicht gesehen. Man kann hier runter. Und schaut mal, hier ist direkt das erste. Und hier drinnen gibt es richtig viele. Also wir haben 1, ne? Es gibt ja 5 Stück. So, wir müssen einfach nur ganz schnell nach oben kommen. 2. Dann ist hier irgendwo der Ausgang, glaube ich. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Irgendwo hier oben. Okay. Weiter, weiter. Hier ist nichts, hier ist nichts. Okay, genau. Den Jump wollt ihr schaffen. Nicht so wie ich. Oh Gott, das ist jetzt richtig kritisch. Wenn ihr den nämlich verkackt habt, dann keine Ahnung, ob es einen Backup-Plan gibt. Hier ist übrigens das Ziel, das ich die ganze Zeit gesucht habe. Oh Gott, ich mach's kurz neu. Oh mein Gott.
So, neuer Versuch. Also das erste war hier. Hier ist das zweite. Bonk. Jetzt, glaube ich, bin ich sogar in der Zeit ein bisschen besser drin. Aber ich bin natürlich trotzdem ein wenig frieren. Wie gesagt, den Jump wollt ihr hier schaffen. Ihr wollt hier hoch. Nein! Nein! Ich weiß halt literally keinen Backup-Plan hierfür. Ich weiß nur, dass man den Jump schaffen will. Ich renne den ganzen Weg hier zurück. Keine Ahnung, ob das zeitlich noch passt, weil die zweite Mission ist offensichtlich, nicht nur, also die erste Mission ist halt offensichtlich alles sammeln, die zweite offensichtlich schaffe es innerhalb von Zeit, ne? Und das habe ich mir jetzt gerade versaut, glaube ich. Dann mache ich halt offscreen nach, aber... Gott. Egal, sonst mache ich erstmal das hier. Okay. Ja, warum mache ich nicht so rum? Verdammt, bin ich blöd. Keine Ahnung, ob ich es jetzt noch schaffe. Egal. Wir schauen mal. Ansonsten, na, wie gesagt, den mache ich kurz offscreen. Hier ist eins. Ich glaube, es sind 30 Sekunden, die man am Ende übrig haben muss. Also ich habe es jetzt leider versaut. Auf jeden Fall ist das Level hier jetzt vorbei. Und ja, jetzt wisst ihr den Weg, ja. Und ich habe es ganz knapp versaut, wenn es jetzt 30 Sekunden sein müssen. Hallo. Wo ist das Ding? Ich sehe halt nichts. 2,30 oder sowas. Hm? Perfektes Bild? Okay. Hm? Oh! Ich bin perfekt ehrlich mit dir, Kind. Ich habe nicht erwartet, dass du noch hier in diesem Mortal Coil für so lange, you know? Ich bin so mal kackig. Ich skippe immer den ersten Text, weil ich denke, der sagt nichts Neues. Hey, wer weiß? Deine nächste Tod könnte dein letzter sein. Wir können glücklich sein. Aha. Ja, er sagt mir halt jetzt nur, dass ich jetzt bald fertig bin. Und zwei neue Level freigeschaltet habe. Community-Riss. Also noch Community-Level. Kamera-Tourist, also letzte Kerze. Und noch ein Riss-Zusammenbruch. Okay, krass. Ja. Ja, war klar. Bis gleich. Ich habe mir ist erst jetzt gerade aufgefallen, dass ich gar nicht alles sammeln muss. Ich muss einfach nur so schnell wie möglich hier rein. Also eigentlich, muss ich ehrlich sagen, ist das ja auch relativ einfaches. Ja, Riss Zusammenbruch. Nicht so einfach wie das letzte, aber auch relativ einfach, würde ich sagen. Na, wie gesagt, das war es halt einfach schon. Man kann es bei beiden bis zu einem Run schaffen, aber ich muss ja nicht. Also, warum muss ich das? Ich muss ja nicht. Also. Krasser Effekt. Und ja, damit sind wir hiermit auch fertig. Haben nicht mehr wirklich viel übrig. Und sind dann bald fertig mit Deathwish. Schaltet auf jeden Fall noch bei den nächsten paar Folgen ein. Lasst mich wissen, ob ihr den Sommer-Event hier, dieses Sommer-Event hier Ding noch sehen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal bei Ahead in Time.